Sechste Etappe des Evo Cups, die zweitwichtigste Rennserie nach dem Weltcup, fand in Martel bei sehr unterschiedlichen Bedingungen statt. Beim Frauensprint am Samstag schneite es zuerst, dann kam ein orkanwindiger Wind auf, der sich beim Männerrennen ein wenig legte. Die Verfolgung am Sonntag wurde hingegen bei strahlendem Sonnenschein gelaufen. Das Teilnehmerfeld in Martel war sehr stark besetzt, da dieses Rennen auch der letzte Formtest vor der Weltmeisterschaft in Tschechien war. Und so gab es auch sehr prominente Sieger wie die deutsche Caroline Hochler, die Schwester von Nadine Hochler, und den Norweger Erlend Bjøntegaard, die beide sowohl den Sprint als auch die Verfolgung für sich entschieden. Hochler setzte sich knapp vor der Russin Anastasia Zagorojko durch. Die beste Südtirolerin im Sprint war die Grönerin Alexia Rungaldier auf Rang 28. Vier Plätze dahinter folgte ihre Landsfrau Michaela Bonza. Sie hatte das Pech, bei extremem Wind schießen zu müssen. Bonza machte dann in der Verfolgung 13 Positionen gut und wurde noch 19. Federica Sanfilippo aus Renaun kam auf Rang 33. Vorm Start habe ich gedacht, ganz schöner Sturm, aber ich habe echt Glück gehabt am Schießstand, also es war machbar bei mir. Und ich habe es besser rausgemacht. Ich habe mich auf meine 5 Schuss konzentriert und ja. Bei den Männern gewann Bjøntegaard beide Rennen vor den Russen Alexei Volkov. Als bester Südtiroler belegte der Antholzer Daniel Taschler im Sprint den 15. Rang. In der Verfolgung am Tag darauf fiel Taschler 6 Plätze zurück. WM-Starter Markus Windisch musste sich mit dem 37. Rang im Sprint und dem 40. in der Verfolgung zufrieden geben.